Salü, liebe Leute, Alpenmilchheim, ich spiele weiter Minecraft Survival. Also, schön auf Kamera meine Sache gesehen, dann ist sie nächstes Mal gestorben, wie gesagt. Alles fertig, Dreckrot aus meiner Rüstung. Schön auch ein paar Sachen von 4 Gold, ist schwer, du weißt, wo das hier kommt aus mir. Irgendein Zombie hat das. Mein Bow, mein Diamantschwert, mein Pickaxe, alles aus dem Fort. Sehr löscher. Bon. Auf jeden Fall für den nächsten Quest bräuchte mal ein bisschen Holz. Ich klaue einfach Holz aus der Wohnung. Das geht am einfachsten. Weil wir gucken einfach, was die Quest Nummer 6 verlangt. Voilà. Weil ich weiß, dass wir Gold brauchen an Leder. Ich weiß nicht, wie viel Leder drin und ich weiß auch nicht, wie viel. Boah. Können wir es leeren? Ne, das ist da. Ich kann einfach gucken, was der Gafred. Du hast ein... Okay, jetzt sind wir ein Engsteck. Verdammt, der Goldteil hätte ich könnte Matwillen und du reißt auch ein Eng machen, ne? Ah, verdammt, das kann doch nicht sehen. Hätte ich nicht mehr nach meinen Pickaxe. Ach, scheiße, ich komme hier auch mal in mir rauf. Ja, ne, ich komme nicht mehr rauf, hey. Was tun ich gemäht? Boah, da fängt man mal so an. Also wie gesagt, die Quest Nummer 5 lassen sich komplett in die Spidole, das ist egal was. Da geht die von all den Seiten nicht voll. Das könnte gut kein Sinn. Absolut null Sinn. Ich weiß nicht, ob ich die heute Bude schon besicht habe. Nee, hunde ich nicht. Da muss ich aufpassen, hey. Hä? Ah, das steht von Bausen gut. Okay, du hast noch einen Spawner, Hex, wahrscheinlich. Ach, das ist egal. Ich hatte gehofft, ich ging ein bisschen Gold schon vorne, weil ich da relativ viel in Truhe finde. Dann gehen wir einfach auf die Nordbasis. Ja, schon die heute Nord, Stadt Nord genannt. Und die andere heißt Spidol. Du hast nicht. Ich meine, das alles rufen an der Truhe. Ah, du hast Melon, wo schlecht Gesicht tun, für einen Trank zu verbessern. Also für Regenerationstrank zu machen, Papa. Ah, wirklich? Oh. Ich vergesse, dass ich die heute noch hat. Ich muss mir Matt holen, echt da. Leute, ich erlaube mir das. Ich kann Bock, bis du hin zu tröppeln. Ah ja, spawn hier in der Mauer. Ah, sind da gewusst, das ist auch gut. Ah ja, ich erkläre eine neue Regel zum Spiel. Ich gebe mir nur noch 3 Leben. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad 1 Stufe raufgesetzt. Wenn ich nur noch 3-mal sterbe, also wenn ich nur 2-mal sterbe, was ich da mache, bei der dritten Kehr setze ich das Spiel auf Hardcore. Und ja, und ihr wisst, was der Tisch Hardcore, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was der Tisch. Also kann er. Und du hast nur nicht gehen.
Also doch, ich konnte eh klingen dabei mehr. Okay, du hast in E rauskommen, hast ist noch in. Nicht. Okay, boah. Auf jeden Fall kriegen wir Chickens, hey. Aber ja, wir werden nur einfach so machen. Drei Leben. Beim dritten Leben geht den Hardcore-Mode aktiviert. Ja, für die, die nicht verstehen, was das ist, das ist ganz einfach. Wenn ich da stirbe, dann ist Game Over. Finito. Was ich mal verloren habe, ist, ich habe DW hier gebaut. Und DW fand ich die Geld einfach als klaren Zeichen, dass diese W safe ist. Und ich erlaube mir zwischen denen Basisen, die so verbunden sind, zwischen denen zu teleportieren. Weil es hat so meine Regeln dran, ich muss wenigstens, dass wenn ich verliere, ich schneller im Trigger und Party kann raussprangen. Das ist mir wichtig. Lo. Also was wir noch unbedingt brauchen, ist ein Pickaxe. Schneid mal just ein Stick, ist ein Stick dran. Kabelstein haben wir mal noch ein bisschen. Ne, ich muss dann ein bisschen Holz gehen, ein bisschen nachstockieren. Boah, ich kann die hier mal ablösen. Heiße ich nehme noch, ein Dude Beam. Rundherum muss alles geholzt gehen. Für die, die sich freuen, ja, mir, was läuft dann? Das Serie River? Ja, am Anfang, wenn ich den Hardcore-Mode aktiviere, dann ist Serie River. Und dann hätte ich ganz einfach schon das Survival nicht gepackt. Weil am Anfang die Survival aus dem Training für etwas, was ich noch wollte machen, und zwar den Hardcore-Mode. Mir das geht einen anderen Tipp von Hardcore-Mode, geht ein Heavy-Modded. Wirklich mit ganz viele Mods dran. Auf einer neu generierten Welt. Nicht eine viergebaute Welt. Und an der Welt ging ich mal als Objektiven aufstellen. Und du nicht auch schon regelmäßig gesagt, dass du könnt ein paar Objektive einfach mal vier schlagen. Voilà, das geht durch. Und die Objektive, wo du mal vier schlägt, die kommen nach dem noch weg. Also ich konnte ein paar vier geschlagen, wo ich nicht konnte machen. Ganz einfach, weil die Welt das nicht erlaubt. Um Niveau von meinen oder so. Lass mal da paar. Okay, dann nochmal halt, tak, tak, tak. Dann nochmal genug Doofen da dran. Und dann Pickaxe. Okay. Gut, laufen wir das halt noch alles hin. Das ist das Problem, dass ich all meine Mutter verloren. Stimmt. Die sind alle gefocht. Und dafür ist es gut, dass wir nicht immer alles bei uns hatten. Ich mache nochmal 15 pro Mai. Heute müsste Gold fertig sein, voilà. Setzen wir den noch dran. Das ist gut, weil ich hatte relativ viel Eisen und alles fand. Hallo, ist alles fort. Also, ich teleportiere mich da mal zurück. Bei der Spidol-Basis. Wow. Ah, ich war im Beam. Okay, dafür. Ich war da an dem Strahl dran. Können wir schnell den Leutnant. Ist da was? Schon mal just drei. Ich meine, die wäre einfach mir praktisch, weil das halt ein. Ah, die wäre schon mir praktisch, ja. Okay, so nicht. Oh. Nee, nee, bleib frei. Hab nicht. Wo ist Gold? Nee, tut mir leid, das ist nicht auf der Basis, das ist mir egal. Wie hast du das nicht, dass ich das Gold nicht bei mir hole? Und diese ist schon zusammengesteckt, weil ich hatte 15 getrennt. Autsch.
Hallo. Ah, merci. Kannst du auch, oder was? Also, komm, ich lese mal nach, was die Quest von uns verlangt. Vorne schläft, ich verdreif nicht. Oh God, thanks for help. Me and some other soldier offered to evacuate some survivors. We came with the helicopter, but we lost control and crashed. I escaped and hid right here in the sewer system. Unfortunately, the ladder is broken, so I'm trapped in here. Thanks for finding me. My best friend fell off the helicopter somewhere above the favela. I need his golden sword called Matthew. Please search his corpse for the sword. I will give. Above the favela. Oh, damn it. Verlassing favela, lo genau gemengt. Also, ich... Ist das einfach hier drüber? Dann ist das favela. Ich lache, wenn ich das Schwerdenker von Tuna schon verloren. Weil für mich hat gedacht, das wäre hier. Da ist ein Heli gecrashed. Ich kann gar nicht, wie das soll sehen. Absolut kein Plan. Komm, ich check nach Schuss, denke kurz den Item bei dem Gasalver hin. Die ich mir laufen, denke ich, auf. Ne, am Anfang, da wo ich das Schwert werde fahne, werde ich auch Buch fahne. Aber ich weiß nicht, wo du mal da gemengt hast. Wow, okay, wir müssen nicht anfangen gleich fahne an der Favela. Boah, Leute, nächste Kerl, guck mal, dass wir die Favela da fahne. Und gleich führen alle, weil ich freue mich, wie sie das machen, ob das nicht einfach Kapp ist, weil hallo, Kapp, Bruder. Und den Giant Faubgraf. Aber ja, so ist genau gesagt wie Schnitt. Ah, du hast sogar noch den Zombie gehabt. Den ich nehme Schnitt abgraf. Boah, guck mal, dass wir das nächste Mal rausfahren. Ich gucke noch, ob ich rausfahren, ob nicht noch ein Kart zu diesem Spiel geht. Sonst könnte man eigentlich ganz triggernd den Anfang gehen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass die Kart irgendwie beschriftet war. Das war einfach ein stinknormal Kart. Bon, das war Alpenmilch mit Minecraft Survival. Wie gesagt, ich hoffe, dass den drei Lebensystem ein bisschen interessant möcht. Eben, überhaupt für mich geht das Mann auf Frustration, weil einerseits so ich mal merzi gestorben und andererseits so ich mal so, oh Gott sei Dank, nimm mir noch zwei Leben. Ja, ne, ich fange nur in den Case an, dass die überhaupt nicht mehr in Zombies gehen. Und ja, keine Ahnung. Ich hätte lieber, wenn ich mehr Loot nicht gegen verliere beim Dude, zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ich ein Verb, wenn mir einfach mischt. Ja. Weil wir den heutigen Lunch zwei Diamantschwert innerhalb von ganz kurzer Zeit verloren. Ja, die Serie mischt mich mit. Naja, das war Alpenmilch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Kerl. Ciao.